Hast du dich von einem toxischen Partner, einer toxischen Partnerin getrennt und kannst jetzt bei aller Liebe keine Kontaktsperre durchführen, weil ihr gemeinsame Kinder habt, weil ihr vielleicht gemeinsam selbstständig seid, weil ihr einfach die Scheidung noch vor euch habt, weil ihr euer Haus, eure Wohnung, was auch immer noch auflösen müsst, dann wird es schwierig. Und dann wäre es gut, wenn du über die Grey Rock Methode Bescheid wissen würdest. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sabine. Ich führe die Beziehungspraxis Herzmut in Wien, beziehungsweise digital ist sie dort, wo du bist. Und ich freue mich, wenn du heute per Video oder per Podcast dabei bist. Und ich freue mich noch mehr, wenn du das hier hilfreich findest und jetzt auf die Glocke drückst, damit du keine zukünftigen Beiträge mehr verpassen kannst. Greyrocking. Grundsätzlich, was bedeutet es denn, dich von einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin zu trennen? Im Normalfall ist es so, dass Menschen nach einer Trennung akzeptieren, dass es vorbei ist und sich euer Kontakt entsprechend auch gestaltet. Das heißt, der Kontakt wird sich reduzieren, man wird versuchen, so, sagen wir mal, freundlich und gesittet vielleicht, im besten Fall wie möglich, den Auszug über die Bühne zu bringen, die Regelung über die Kinder treffen zu können, Scheidungsvereinbarungen ausmachen zu können und, und. Ja, all das wird aber mit einem toxischen Ex-Partner nicht klappen. Erfahrungsgemäß ist es so, auch wenn wir im deutschsprachigen Raum noch sehr wenig darüber sprechen, dass es so etwas wie einen Post-Trennungsmissbrauch gibt. Ja, dass sich das Verhalten des Partners, der schon während der Beziehung missbräuchlich, manipulativ dir gegenüber war, sich nach der Trennung verändert und verstärkt. Warum? Er hat nichts mehr zu verlieren. Und er hat auch ein bisschen den Freibrief jetzt, erst recht so richtig alles rauszuhauen und zu zeigen, was er oder sie so alles noch am Kasten hat. Eine Trennung ist Kontrollverlust und vor allem, wenn du dich getrennt hast, dann wird das demjenigen nicht sehr schmecken und er wird erst recht versuchen, alles zu tun, um dir das Leben schwer zu machen. Wenn du also keine Kontaktsperre einleiten kannst, dann wirst du dir eine Methode überlegen müssen, wie du im weiteren Kontakt mit diesem Menschen umgehen kannst, ohne dabei noch weiter oder noch mehr manipuliert zu werden, ohne deine psychische Gesundheit endgültig zu verlieren und gleichzeitig so quasi dich selber zu schützen und trotzdem die Dinge, die geklärt werden müssen, zu klären. Und da kommt die Greyrocking-Methode ins Spiel. Greyrock heißt, ich sehe es gerade, ich habe zufällig einen grauen Stein hier. Meiner ist ein Herz, weil er eine schöne Erinnerung an den Urlaub ist. Das ist es in dem Fall wahrscheinlich eher nicht. Aber Grey Rocking bedeutet grauer Stein oder grauer Fels. Und es bedeutet nichts anderes, als dass du dich verhältst wie ein Stein. Was bedeutet das? Für mich im deutschsprachigen Raum ist das ja nicht ganz so nachvollziehbar. Aber für mich bedeutet Grey Rocking, ein Stein ist immer gleich, verändert sich nicht und du kriegst mehr oder weniger keine Emotionen von ihm. Das ist unterm Strich nämlich auch alles, worum es geht. Greyrocking bedeutet, emotional für deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin nicht mehr verfügbar zu sein. Es bedeutet nicht, dass du nicht mehr mit ihnen sprichst, das wäre Stonewalling. Ja? Es bedeutet, dass du emotional nicht mehr verfügbar bist, dass du klare Grenzen setzt. Und dass du ihnen die Kommunikation entziehst, im Sinne von, dass du auf ein Minimum in eurer Kommunikation zurücksteigst. Das bedeutet, es gibt Wörter wie Ja, es gibt Wörter wie Nein, es gibt Antworten auf Fragen, sofern sie ganz konkret sind. Es gibt Rückfragen, um andere Dinge vielleicht zu präzisieren, um klar zu bekommen, worum es geht, aber grundsätzlich empfehle ich immer, ja, nein, darüber muss ich noch nachdenken, da komme ich auf dich zurück. Dir solche Sätze zurechtzulegen und sie zu üben, das bedeutet, ein Minimum an Kommunikation zu machen. Emotional nicht verfügbar zu sein, bedeutet,
dass wenn jemand kommt, dein Ex-Partner in diesem Fall, und dir konkret Vorwürfe macht, dass du hergehst und auf das nicht mehr einsteigst. Ja? Eure Beziehung ist vorbei, sie hat geendet, es macht keinen Sinn mehr, über alte Kamellen oder wie sagt man, alle Kamellen zu diskutieren. Ja? Herzugehen und zu sagen, das ist für mich abgeschlossen, lass uns bitte auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das sind Dinge, die du dir vorher alle überlegen kannst. Und ich empfehle dir sehr, überlege dir gut, welche Vorwürfe hat denn dein narzisstischer Ex dir die ganze Zeit gemacht, weil die Chance ist groß, dass sie immer wieder kommen werden. Überleg dir Sätze auf die Vorwürfe. Je besser du vorbereitet bist, desto leichter wird es, damit umzugehen. Achte bitte auch darauf, weil es gibt so viele Fehlinformationen da draußen. Ich habe mir heute in Vorbereitung, weil ich selber einen Workshop in unserer Online-Gruppe zur Heilung nach toxischen Beziehungen gerade vorbereite zum Thema Greyrocking. Und ich habe mir wirklich jetzt ein paar Podcasts angehört zu dem Thema und sie sagen immer, dass man mit ja, aha, okay, ich verstehe antworten soll. Einsilbig. Und weißt du was? Einsilbig ist gut, aber das, was hier vorgeschlagen wird, ja, okay, das sind bestärkende Botschaften. Wenn du das ausschickst, sind das bestärkende Botschaften, die dein Gegenüber dazu anhalten, weiterzusprechen. Ich würde dir sehr empfehlen, damit aufzuhören, dass ein Ja eine Zusage zu etwas ist, ein Nein eine Absage für etwas ist und ein darüber muss ich noch nachdenken, ist ja klar, was das dann ist, einfach etwas ist, das dir Zeit verschafft. Ein Ja, okay, vielleicht noch mit Kopfnicken dabei, körpersprachlich gesehen, ermutigt dein Gegenüber in seinem Rant und wir wissen alle, dass toxische Menschen sehr gerne stundenlang immer wieder mit denselben Vorwürfen und denselben Themen kommen. Du bestärkst sie damit. Übe, dass dir Menschen Dinge erzählen. Du kannst das bei deinen Freunden üben. Vielleicht warnst du sie vor, dass es ihnen nicht komisch vorkommt, aber du kannst es bei deinen Freunden üben, dass du sagst, erzähl mir doch mal eine Geschichte und dann bleibst einmal da und beobachtest, wie oft du, ich verstehe, solche Dinge sagst und mit dem Kopf wackelst und dann probier mal zuzuhören und keine Reaktion zu zeigen. Stell dir vor, du bist bei Gericht. Du möchtest so wenig wie möglich an die Informationen aus deinem Gesicht, aus deiner Körpersprache und aus den Dingen, die du formulierst, ableiten lassen. Du hörst zu, wie dir jemand etwas erzählt und du schaust denjenigen an, wenn du möchtest. Weil es bedeutet nicht unbedingt Greyrocking, bedeutet nicht unbedingt keinen Blickkontakt mehr zu haben. Und dann bleibst du da. Wenn es keine Antwort erfordert, gibst du keine Antwort. Und wenn es nicht notwendig ist, versuchst du auch nicht mit dem Kopf zu nicken oder den Kopf zu schütteln, weil das alles sind Dinge, die was weggeben. Und der Narzisst sucht immer Schlupflöcher, wo er einhaken kann und dich wieder rausziehen kann. Ja? Also achte darauf, dass du nicht über deine Kommunikation ihn oder sie darin bestärkst, immer weiterzumachen, sondern in dem Moment, wo es um nichts geht für dich, wo es nur wieder dieselben alten Vorwürfe, die du schon 100.000 Mal gehört hast, geht, überleg dir lieber einen Satz, mit dem du das abbiegen kannst, weil Grenzen setzen bei Stonewalling, bei Greyrocking unglaublich wichtig ist. Du, das Thema hatten wir schon. Gibt's noch was für heute? Sonst packe ich jetzt die Kleine und gehe. Kann ein schöner Standardsatz werden. Und Standardsatz bedeutet auch, überleg dir solche Sätze und übe sie immer wieder zu sagen. Je weniger Variation, desto einfacher. Weil warum? Du gibst keine narzisstische Zufuhr mehr, wenn du dich so benimmst. Und das ist ein Riesenvorteil für dich in allererster Linie. Denn so ein zweites großes Missverständnis, das ich zum Thema Greyrocking da draußen immer wieder höre, ist, dass das ja etwas ist, das dein Gegenüber, deinen narzisstischen Ex-Partner, erziehen könnte, sich anders zu benehmen. Oh nein, das ist ein Riesenmissverständnis. Es geht überhaupt nicht darum, ihn oder sie in irgendeiner Art und Weise zu einem anderen Verhalten zu bringen. Es geht nur darum, dass du dir ein Verhalten zulegst, das es dir erlaubt, in die Nähe von einem toxischen Menschen zu kommen, ohne dich
verletzlich zu machen oder allzu verletzlich zu machen. Und wo du die wichtigsten Dinge, die du zu klären hast, auch klären kannst. Aber es ist keine Umerziehungsmethode für wen anderen. Es geht nur darum, dich anders zu benehmen. In der Hoffnung, dass du irgendwann so uninteressant, weil man einfach von dir nichts mehr kriegt, wirst, dass dein Gegenüber aufhört, dich zu manipulieren, beziehungsweise mit den Manipulationsversuchen zumindest einen Schritt zurückgeht. Realistischerweise muss ich ganz ehrlich sagen, hört das nicht auf. Ich weiß, das ist die große Hoffnung. Ich glaube, dass die Methode, was das betrifft, überbewertet wird. Realistischerweise, Menschen sind, wie sie sind und sie hören nicht damit auf. Ja? Aber was daran funktioniert, ist, dass du, je besser du drin wirst, gelassener wirst in dem Umgang, weil du schon weißt. Und das funktioniert und damit schützt du dich. Denk immer dran. Für mich ist es immer so, wenn du eine Emotion hergibst, wenn du wieder auf eine alte Diskussion einsteigst, ja, ist es für mich immer so wie, ich mache hier eine Tür auf, greife in mein Herz hinein und bringe eine Emotion wie einen Edelstein nach draußen. Es ist wie ein Outing. Es ist wie auch so ein anderes Bild, das ich so gern habe, dass ich sage, so, es ist wie in der Sauna, du machst einen Striptease. Ist dein Ex wirklich der Mensch, der dich noch nackt sehen darf? Darüber würde ich gut nachdenken. Und das ist einer der Gründe, warum du emotional dich einfach schützen kannst, wenn du dich in dieser Art der Kommunikation übst. Vor allem schriftlich ist Greyrocking wahnsinnig effektiv. Mündlich ist es natürlich oft eine Herausforderung, aber schriftlich ist Greyrocking wahnsinnig effektiv. Wenn du nur noch quer liest und sagst, das und das ist wichtig, auf das gehe ich ein, alles andere interessiert mich nicht und darauf antworte ich auch nicht. Was ich euch noch mitgeben möchte, ist, es gibt ein paar Missverständnisse rund um das Thema Greyrocking. Nummer eins, Greyrocking macht die Situation nicht besser. Kurzfristig, vorübergehend, wird es die Situation möglicherweise sogar verschlechtern. Warum? Weil du für deinen narzisstischen Ex ja auf einmal keine Zufuhr mehr lieferst. Und wird dem das gefallen? I don't think so. Ja? Also was wird er oder sie probieren? Er wird versuchen, dich wieder in die vorige Position zurückzukriegen. Was bedeutet das? Er wird seine Manipulationstaktiken verstärken. Je nachdem, wie er gestrickt ist, du kennst ihn besser als ich, wird er mit Lovebombing anfangen oder direkt hinübergehen in Beschuldigungen. Und er wird dein neues Verhalten nutzen, um eine neue Davo-Taktik, denkt dran, ich habe dazu schon ein Video draußen, schaut euch das gerne an, er wird dein neues Verhalten benutzen, um sich selber wieder in die Opferposition zu bringen. Ich würde ja gern reden, aber du sprichst ja nicht mit mir. Ne? So ein klassisches Beispiel. Ja? Ich wäre ja bereit für Verhandlungen, aber du redest ja nicht mit mir. Stimmt meistens nicht mal, ja, weil du redest ja mit ihm, aber du lässt dich halt nicht mehr auf diese ganzen Verwirrtaktiken ein, die dich nur in so einen, in den Hasenbau hinunterziehen. Ja? Also ich sage immer, don't follow the pink rabbit, ja? Geh nicht hinein. Ja? Lass dich da nicht einwickeln. Und es ist unglaublich wichtig zu wissen, ja, er oder sie wird seine Anstrengungen, dich wieder zurückzukriegen in die alte Position, verstärken. Das heißt, es wird eventuell Lovebombing kommen. Mach dir bewusst, es ist nicht echt. Es wird kommen, dass er auf dich losgeht und genau die anderen Seiten, also den emotionalen Druck, verstärkt. Ja? Auch das ist okay. Wenn du weißt, dass es kommt, kannst du 10-mal besser damit umgehen. Ja? Wichtig in dieser ganzen Geschichte ist, Greyrocking geht nur um dich. Und selbst wenn er dir vorwirft, dass du ihn jetzt stonewallen würdest oder du würdest ihm jetzt das Silent Treatment geben, weil, sind wir uns mal ehrlich, die Menschen mit narzisstischen Persönlichkeiten sehen dieselben YouTube-Videos wie du. Ja? Das heißt, die kennen sich ja mittlerweile genauso mit den Schlagworten aus und sie werden auch versuchen, dir gegenüber das genauso zu präsentieren, dass du ja jetzt ihnen gegenüber eine unfaire Taktik anwendest. Rechne damit, bereite dich darauf vor, lass dich nicht von deinem schlechten Gewissen in irgendeiner Art und Weise da hinein manipulieren. Wenn du Hilfe bei dem Thema brauchst, wir machen diese Woche erst den Workshop zum Thema Greyrocking. Wir arbeiten mit ganz konkreten Beispielen.
komm zu uns in die Gruppe, trag dich auf die Warteliste ein oder komm zu mir und arbeite mit mir. Gerade bei Greyrocking, bei Kommunikationsstrategien mit narzisstischen Ex-Partnern reicht oft sogar eine einzelne Stunde aus, wenn man es wirklich gut vorbereitet und auf den Punkt bringt, um dir eine Kommunikationsstrategie zu überlegen, die dich in Zukunft, so sicher es geht, ja, durch diese Missbrauchsszenarien durchzubringen. Und bitte macht's euch klar, wir reden noch nicht drüber, ja, aber es gibt sowas wie Post-Trennungs-Manipulationstaktiken, die sich dann verstärken, die du vorher vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Dazu werde ich noch eigene Beiträge machen. Das ist auch wieder ein neuer psychologischer Blick auf die Dinge, die passieren, der wie immer aus den Staaten kommt, wo sie uns einfach wieder um Jahre voraussehen, was die Psychologie und die Beobachtungen betrifft. Seid dafür wachsam. Das, was ihr während der Beziehung erlebt habt, muss nicht unbedingt dem entsprechen, was danach an Manipulationstaktiken euch entgegenspringt. Die Chance ist groß, dass es danach schlimmer wird, egal ob ihr greyrockt oder nicht. Aber mit der Greyrocking-Methode könnt ihr euch wenigstens, so gut es geht, ein Stück weit schützen. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt darauf, von euch zu hören, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Alles Liebe, tschüss.